Muskelkraft, Disziplin, Taktik, Durchhaltevermögen, das ist Bouldern. Und das fehlt mir leider auch alles. Ich bin absolute Beginnerin, wie man sieht. Bouldern kann ich nicht. Ich möchte es aber lernen, denn mir wird immer sehr, sehr schnell langweilig beim Sport. Und ich habe gehört, das soll Action, Spaß und auch anstrengend sein. Und deswegen hole ich mir jetzt einfach ein paar Tipps vom Profi selbst und hoffe, dass ich dann am Ende des Tages bouldern kann. Dennis Bennert bouldert schon seit 7 Jahren. In der Boulderhalle Steinbock in Erlangen ist er seit Anfang des Jahres. Voraussetzungen fürs Bouldern gibt es keine. Ich muss praktisch nichts können. Das passt zu mir. Aber wichtig ist trotzdem eine Sache. Aufwärmen. Komplexe Sicherungstechniken und teure Ausrüstung braucht es nicht zum Bouldern. Schuhe kann man sich in der Halle leihen. Der Unterschied zum Klettern, man ist auf keinen Partner angewiesen, der unten sichert. Und da kletter ich ganz ohne Seil. Was ist, wenn ich runterfall? Dann haben wir die Weichbodenmatten zum Glück. Also Bouldern ist anders als Seilklettern. Klettern in Absprunghöhe. Das heißt, wenn wir fallen, landen wir auf einer Weichbodenmatte und verletzen uns nicht. In Absprunghöhe, ja? Also da oben ist eine Absprunghöhe von da, also ich weiß ja nicht, ich bin noch nie in meinem Leben einfach von 5 Meter runter gesprungen, aber ich werde es ausprobieren. Die Farben der sogenannten Routen zeigen den Schwierigkeitsgrad. Ich teste mich durch. Nicht die Kraft, sondern die Höhe ist für mich das größte Problem. Einmal in der Woche bouldern zumindest zum Start, empfiehlt Dennis, langsam den Körper daran gewöhnen. Sag mal, wie ist das, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe? Schaffe ich das dann vielleicht eher, dass ich noch ein bisschen meine Arme und Beine trainiere? Oder bringt das nicht viel? Also dicke Muskeln ist natürlich vorteilhaft, aber auch nicht so gut, wenn man eben schwerer wird und dadurch mehr durch die Arme hochziehen muss. Von daher ist es am Anfang eher wichtig, dass man wirklich regelmäßig klettern geht, viel klettern geht, um eben die Technik zu bekommen und sich auch an das Ganze, die Klettergriffe und die Bewegungen gewöhnt. Genau. Okay, also eher Taktik. Ja. Als viel Muckipower. Am Anfang deutlich wichtiger. Habe ich beides nicht. Aber ich merke, mit jeder Wand, die ich boulder, werde ich sicherer. Und ich traue mich auch endlich von oben zu springen. Bouldern ist auf jeden Fall genauso ein Sport, der nicht langweilig wird. Man hat ja ganz, ganz viele verschiedene Schwierigkeitskategorien. Was ich sagen muss, ist, mit der Höhe hatte ich am Anfang wirklich meine Probleme. Ich hatte wirklich sehr viel Angst, aber von Mal zu Mal wird es besser, schon jetzt in der Stunde, in der ich hier bin. Das Einzige ist, meine Beine zittern und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie in meinen Fingern Muskelkater gehabt und das werde ich, glaube ich, jetzt erstmal die nächsten Tage haben. Aber wer es ausprobieren will, Bouldern, Nervenkitzel, Sport, Spaß, Action, alles in einem und jeder kann es machen. Man braucht keine Voraussetzungen dafür, außer Sportklamotten und dann kann es schon losgehen. Yeah.